Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Shroom Coaster an und der heißt Jurassic World UK. Ich glaube, das ist der erste Park, den wir uns angucken, wo auch diese neuen Deko-Objekte verbaut wurden. War cool mit so einem Springbrunnen am Eingang. Macht echt was her. Boah, das ist richtig schön mit dem plätschernden Wasser. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass es so viel ausmacht. Was für eine coole Atmosphäre hier ist. Boah, ich liebe die neuen Springbrunnen. Die sind echt toll. Da scheinen schon auch die ersten Gehege zu sein. Aber ich fliege hier mal noch ein bisschen rum. Ist halt wieder so eine riesige Wegfläche. Kann man sich wahrscheinlich besser von oben angucken. Aber ich genieße das gerade echt, dass hier so viel Wasser plätschert. Und da vorne geht es auch in das Jurassic World Tor, was ja auch neu ist. Okay, was heißt neu? Also das Update ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen alt. Oder ein bisschen älter. Und da geht es dann auf ein Innovationscenter zu. Wir schauen aber jetzt direkt mal von oben. Ich glaube, ich habe nämlich gerade einiges übersehen. Da sind auf jeden Fall einige Besucherläden, Essen, Trinken. Dann hier ganz einen schönen Springbrunnen. Und da rechts ist sowas wie eine Arena. Ah nee, das ist sogar so ein Gehege. Ah cool, das ist mit diesen Aviarien, nicht Aviarien, wie heißen die denn? Lagunen-Aussichtsplattformen, die man auch runterfahren kann. Das ist ja mega cool gemacht. Da unten sind dann zwei Baryonyx drin. Okay, das ist eine richtig coole Idee, das einmal hier so rumzubauen. Und wenn man dann da drin ist, kann man halt auch noch runterfahren. Und dann hat man schön von unten die Ansicht durch das Glas und ist ganz nah an den Baryonyxen dran. Okay, aber es sieht trotzdem dann so aus, als wenn sie im Wasser sind. Okay, das ist ein bisschen schade, dass es hier dann so eine Wasseroptik gibt durch die Scheibe. Aber die Idee finde ich mega cool. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen, wenn man das so komplett um Gehege umbaut. Und außen hast du dann auch einmal schön den Weg herumgeführt. Mit diesen coolen, flacheren Zäunen. Und überall auch Springbrunnen. Oh, wie cool. Also diese neuen Deko-Sachen machen echt was her. Das ist echt sehr, sehr sauber gearbeitet. Gefällt mir. Wir fliegen jetzt mal direkt hoch. Und dann gehen wir mal hier durch das Jurassic World Tor, was wir gerade schon gesehen hatten. Hier geht es dann zu einer Hotelanlage, so wie es aussieht. Zoome ich einfach auch mal raus. War auch cool. So schön mit verschiedenen Wegfarben auch gearbeitet. Und auch wieder ganz viel mit den Springbrunnen und anderen Deko-Objekten. Sieht echt schön aus. Super interessanter Hotelbereich. Sind da unten Dinosaurier drin? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube hier unten auch nicht, oder? Nee. Aber wenn man hier im hintersten Hotel ist, dann kann man hier Dinosaurier sehen. Leider nicht aus dem Pool. Ich weiß aber gerade gar nicht, was da drin ist. Da. Ah, das sind Roceratus. Dürfen es sein. Da links auf dem Hotel waren wir jetzt gerade. Und dann kommt man hier rechts dann zu dem Innovationscenter. Sieht echt richtig schön aus, diese Farbkombination aus dem grauen Weg, diesem ja, beigen Weg und dann diesen ganzen schönen Bäumen. Und da fährt auch eine Jurassic Tour lang. Da werden wir dann hoffentlich gleich auch noch mitfahren. Auch sehr cool gemacht hier mit diesem flachen Zaun, das Ganze abgegrenzt. Mal schauen, ob wir den Eingang zu der Jurassic Tour finden. Ja, tun wir tatsächlich. Ich glaube, das ist auch das Ende hier von dem Weg. Ja, auch hier kann man dann schön das Jurassic Tour-Schild benutzen, das neue. Dann hast du noch mal ein paar Sitzmöglichkeiten. Noch mehr fließendes Wasser.
und Toiletten. Aber wir fahren jetzt mal mit der coolen Jurassic Tour. Und los geht's. Überholen direkt die Kollegen. Da hinten sind Stegos und ich glaube Dryos. Kann ja leider von hier aus nicht anzoomen. Aber die sehen wir gleich bestimmt auch noch genauer. Ich glaube, wir fahren jetzt aber auch gerade in einen anderen Bereich von dem Park. Ach cool, dass sogar das hier dekoriert. So Containern und so Überdachungen. Viel Liebe zum Detail, gefällt mir. Und schon geht's ins nächste Gehege, glaube ich. Ja, erstmal dagegen fahren, kein Problem. Hier erwarten uns Paras und Sauropoden, habe ich da gerade schon gesehen. Im Hintergrund, das sieht auch cool aus. Da ist, glaube ich, so eine Lagune mit eingebaut. Mal gucken, ob wir da gleich auch aussteigen können. Boah, das sieht richtig cool gemacht hier aus. Hier unten das... Ach, ich kann es gar nicht zeigen mit der Maus. Auf jeden Fall da unten das Wasser und dann da oben die Lagune. Und da chillen dann auch die Dinosaurier alle. Ja, ganz ruhig. Geht es wieder durch ein Doppeltor und in eine Station. Und dann kommen wir hier raus. Ach, hier fährt die auch noch lang. Ach, das ist so ein Bahnübergang. Okay, das hast du ja auch cool gelöst. Mit so einem Warnschild sozusagen hier noch, dass die hier lang fährt. Schutzbunker. Und dann kommt, wie es aussieht, die Lagune. Ja, einige Beobachtungsgalerien, nochmal ein paar Besucherläden. Und dann schauen wir mal, was sich da drin befindet. Ich glaube, das kann man schon ganz gut sehen. Das ist nämlich ein Moser. Aber der gehört ja auch irgendwie zu einer Jurassic World dazu, muss man sagen. Ich glaube, mehr schwimmt ja auch nicht drin. Zoom einfach mal raus, dann sieht man das eigentlich immer ganz gut. Ne, ich glaube, mehr ist hier nicht. Dann würden wir jetzt eigentlich mit der Jurassic Tour weiterfahren. Aber was noch mega cool ist, ist, dass wenn man hier sitzt, man dann im Hintergrund noch die Sauropoden sehen kann. Weil die halt dahinter trinken. Das ist echt cool gemacht. Man sieht sogar auch die Paras. Voll die gute Idee, das so miteinander zu verbinden. Sozusagen eine Lagune in einem Gehege drin. Dann fahren wir mal hier über den Übergang. Und überholen mal die Kollegen. Hier fahren wir auch richtig schön am Wasser entlang. Fahren jetzt aber mal nicht ins Wasser rein. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in einem anderen Park getestet. Weil es mich schon interessiert. Na komm, ihr wollt es sehen, oder? Let's go. Kleiner Stunt hier. Okay, das war's. Hier kommen wir, glaube ich, nicht mehr raus. Dafür müsst ihr jetzt aber ein Like da lassen, dass ich das gemacht habe. Wir düsen jetzt aber direkt weiter. Hier geht's auch wieder durch so eine Schleuse durch. Und dann sind wir, glaube ich, wieder in dem Gehege, wo wir vorhin auch waren. Das ist, glaube ich, nämlich so ein großes Pflanzenfresser- Mischgehege. Ja, da sind die Dreadnoctos wieder und die Paras. Mal gucken, ob wir noch andere Spezies hier entdecken können. Ah, hier geht's aber schon wieder raus. Aber ich glaube, in ein nächstes Gehege geht's hier. Oder ist das ein Besucherbereich? Okay, es sieht eher nach Besucherbereich aus. Hier sind nicht ganz viele Geschäfte.
So sieht der wunderschöne Besucherbereich aus. Finde ich wieder richtig schön mit der Wegfläche. Also die Form hier ist richtig cool. Ich finde auch die Idee cool mit diesen Kreisen da drin und dann den Brunnen. Voll schön gestaltet alles. Und dann direkt am Meer so. Das hat schon was. Und hier haben wir dann wieder Beobachtungsgalerien. Dort haben wir Metriacanthus. Wieder schön snacken. Oh, das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass sie so coole Säulen hier haben. Sind die aus den Aviarien, oder? Die Galerien? Das ist ja mega gut gemacht. Dass du hier so eine Klippe eingebaut hast, dass das so aussieht, als wenn die da so richtig draufstehen. Das gefällt mir richtig gut. Ich finde es auch cool, dass du das so kombiniert hast, dass es aussieht wie eine große Galerie mit den drei Stück. Und da hat man natürlich dann auch perfekte Sicht, ne, von da oben auf die Dinosaurier. Und jetzt geht's, glaube ich, schon zurück in die andere Richtung. Weil dort haben wir auch nochmal einen Bereich, den kann man von hier auch schon sehen, mit einer riesigen Vogelkuppel. Da bin ich ja mal gespannt. War da gerade ein Dino? Keine Ahnung. Da oben ist auf jeden Fall ein Stego. Ich dachte, ich habe gerade fast was überfahren. Aber was Kleines halt. Oh, wie schön. Und da sind die Dryos nochmal von nahen. Gerade am Trinken. Jetzt sind wir übrigens wieder hier bei dem Innovationscenter. Jetzt geht's auf die andere Seite. Wir haben den kleinen Zaun vorbei. Ach, das war ein Baumstamm. Okay, ich dachte gerade auch erst, das wäre ein Dino. Und wie bilde ich mir hier gerade voll die Sachen ein? Und hier geht es durch eine Schleuse in den nächsten Bereich. Oh, hier sind Beobachtungsgalerien. Das heißt, hier sind wahrscheinlich dann auch wieder Dinosaurier. Oh, das sind Pachis und Olorotiten. Ich fahre mal schnell näher dran. Und mal ein bisschen abkürzen. Da haben wir den Pachi. Und da die Olorotiten. Oh, wir düsen hier sogar jetzt durch die Vogelkuppel durch. Auch voll cool gemacht mit den neuen Deko-Sachen. Oh, das ist auch cool gemacht hier. Mit den Höhenunterschieden. Und dann hast du hier diese neuen Landeplattformen eingebaut. Ja, da sitzt da gerade kein Flugsaurier. Aber ich finde die Idee cool, dass du hier noch so Klippen gemacht hast. Wir fahren halt gerade so auf der höheren Ebene. Ich hole jetzt aber mal die Kollegen hier schnell. Oder rechts wieder schöne Aussicht. Ich mag diese Karte aber auch echt gerne, weil die halt so viel mehr drumherum hat. Oh, wie schön. Mutabura und Taurus sind es, glaube ich, oder? Ah, hier können wir sie nochmal besser sehen. Das sind auf jeden Fall Taurus. Ein bisschen Angst einjagen. Oh. Da wurde ich direkt fast bestraft dafür. Na, die Kollegen kriegen jetzt auf den Sack. Das finde ich gut. Hier sind auch noch Ankis. Die nehmen hier die Kollegen richtig auseinander. Oh, oh. Okay, wir sollten hier raus verschwinden aus dem Gehege. Es wird ultra gefährlich gerade. Oh nein. Alter. Fahr schneller. Blockier mich nicht.
Oh, das sieht ja auch nochmal interessant hier aus. Hier links könnte man dann nochmal die Dinosaurier von vorhin sehen. Oder ist das ein anderes Gehege? Könnte auch ein anderes Gehege sein. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen Ausschau halten, ob wir da noch irgendwie was erkennen können. Ich kann hier gerade eh nicht wirklich überholen. Ich muss jetzt hier hinterher schleichen. Komm, jetzt ziehe ich vorbei. Jetzt reicht's. Oh, auch interessant mit der Strecke hier. Wir fahren jetzt hier mitten durch den Besucherbereich durch. Ah, Leute, hier sind Schienen sozusagen. Oder eher eine Strecke ist hier. Warum lauft ihr hier? Verschwindet. Und das ist der Besucherbereich, wo wir gerade angekommen sind. Sieht auch schon richtig krass aus von oben. Besonders das hier sieht mega interessant aus. Das müssen wir uns aber gleich mal genauer angucken. Da ist so ein Käfig drüber oder so. Okay, da fliege ich jetzt mal rein. Das interessiert mich gerade. Ja, wie ist denn das gemacht? Wie ist dieser Käfig erzeugt worden? Das ist ja ultra cool. Und dann auch wieder mit diesen Aviarien Ansichtsdingern. Da brauche ich jetzt ja nicht runterfahren, da kriegen wir sonst diese Wasseransicht. Aber hier ist ein Indominus Rex drin. Das ist ja mega die gute Idee. Das ist richtig cool mit diesem Käfig drüber. Dadurch kommt das richtig wie so ein Hochsicherheitsgehege rüber. Was ja auch voll passend ist für den Indominus Rex. Wie könnte das denn gemacht sein? Ich habe gerade keine Ahnung, wo, bei welchem Gebäude man diese Käfigstruktur hat. Falls ihr das wisst, schreibt das mal in die Kommentare, wie das gemacht ist. Ich finde es jetzt vielleicht heraus. Der Park wurde übrigens von jemandem eingeschickt, der nicht deutschsprachig ist. Der hat doch eine ganz süße E-Mail mit Google Übersetzer geschrieben. Deswegen heißen die Gebäude auch so anders. Aber ich habe echt keinen Plan, wie man das gemacht hat. Also wenn ihr wisst, wie das geht, schreibt es gerne rein. Ich finde die Idee aber mega gut. Ich finde es halt auch mega cool mit diesen absenkbaren Beobachtungsgalerien dann. Hier sind wir, glaube ich, vorhin durchgefahren, ne? Ja, genau, mit den Pachis, die ja gerade voll belästigt werden und sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Da fliege ich auch nochmal schnell rein. Nochmal in die Ansicht. Dann kriegen wir vielleicht auch nochmal die Flugsaurier zu Gesicht. Aber irgendwie flattert hier drin gar nichts, oder? Was echt schade ist. Jetzt ist hier auch nochmal ein Turm eingebaut. Und noch weitere Galerien. Aber es gibt hier leider nichts zu sehen. Sind die vielleicht ausgebüxt? Ne, dann hätte ich hier oben so eine Nachricht, ne? Oh, du hast die einfach nicht freigelassen, glaube ich. Oh nein! Hier geplant waren Geosternbergia und die Morphodons. Lass die einfach mal frei und dann schauen wir gleich nochmal kurz vorbei. Aber erstmal gehen wir jetzt nochmal hier hin. Hier ist nämlich auch ein interessanter Bereich. Auch wieder mit diesen Beobachtungsgalerien aus dem Aviarium. Nicht Aviarium, Lagune. Mensch, was ist denn heute los? Aber auch cool gemacht hier mit dem Zaun davor. Also man kann hier nicht runterfahren. Und dann solche Fackeln da noch vorplatziert. Dadurch sind die halt so erhöht. Das ist auch voll die coole Idee. Boah, ich kriege ja voll die Inspiration durch deinen Park. Du bist echt super kreativ. Gefällt mir richtig gut, wie das Ganze hier aussieht. Und auch voll schön gemacht hier mit den Höhenunterschieden. Dann hier die Felsen. Mega. Und hier muss dann auch irgendein cooler Fleischfresser sein. Sieht richtig aus, so, so ein Präsentationsbereich, wo er dann fressen kommt. Schauen wir mal, ob ich den Fleischfresser finde. Ah, guck mal. Kryolophosaurus sind's. Drei Stück. Wir fliegen jetzt nochmal kurz in das Aviarium rein. Mit Dinosauriern jetzt. Mit Flugsauriern. Sind ja keine Dinosaurier. Wirkt auch gleich viel besser, oder? Schön belebt. So gefällt mir das.
Oh, das ist ja auch eine coole Idee. Wenn man diese Sachen im Wasser platziert, dann sieht das aus, als wenn da so Bambus wächst aus dem Wasser. Da sieht man halt gar nicht, dass das unten auch so Steindingern drauf ist. Finde ich auch mega gute Idee. Und ansonsten würden wir jetzt, glaube ich, hier nur zurückfahren mit der Tour. Und dann würden wir da wieder zum Ausgang kommen. War aber ein sehr cooler Park. Also ich habe hier wirklich richtig coole Ideen gesehen, die ich bestimmt auch mal verwenden werde in meinen Parkbauprojekten. Oh, warte mal, da ist noch was. Da sind aber keine Dinosaurier. Sind einfach nur Läden im Kreis. Okay, dann passt das ja. So, das war auf jeden Fall von Shroom Coaster Jurassic World UK. Wieder mal ein richtig, richtig cooler Park. Hat mir echt Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Und er hatte geschrieben, dass er den Park auf Nexus Mods hochladen wollte. Ich schaue mal, ob ich den finde, dann verlinke ich ihn unten. Ansonsten müsst ihr mal nach Jurassic World UK oder so gucken bei Nexus Mods. Ich bedanke mich aber jetzt schon mal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Lasst ein Like da. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.